In diesem Video schauen wir uns die kommunizierenden Röhren an. Was das ist und wie es funktioniert in diesem Video. Also, diese kommunizierenden Röhren, das sind einfach oben offene, aber unten miteinander verbundene Gefäße mit verschiedenen Formen. Da ist eine homogene Flüssigkeit drin, die überall gleich hoch steht. In meinem Fall gefärbtes Wasser, damit man es halt besser sieht. Ja, wie funktioniert das Ganze? Das sieht sehr interessant aus und irgendwie auch paradox, aber der Schweredruck, also praktisch der Druck am Boden dieser Gefäße, ist einzig und allein von der Dichte, von der Erdbeschleunigung und von der Höhe der Flüssigkeitssäule abhängig. Und da der Druck natürlich unten überall gleich ist, ist damit natürlich auch die Flüssigkeitssäule überall gleich hoch. Das Ganze funktioniert aber nur so lange, wie halt überall die Schwerkraft gleich groß ist und natürlich auch der Luftdruck. Deswegen müssen die oben offen sein, damit sozusagen auf jeder Flüssigkeitssäule der gleiche Luftdruck drückt. Und so funktioniert das Ganze. Das Ganze ist auch für was gut. Zwar bei der sogenannten Schlauchwaage habe ich einen Schlauch mit gefärbter Flüssigkeit und damit kann ich zum Beispiel an zwei entfernten Stellen gucken, ob die gleich hoch sind. Hier habe ich blaues Wasser, das ist mit Lebensmittelfarbe gefärbt und wie man sieht, steigt in allen vier Rohren das Wasser gleich hoch, so unterschiedlich auch der Durchmesser bzw. ihre Form ist.